Taxe Digital. Gäste, ich bitte, allmählich Platz zu nehmen. Besorgen Sie sich einen Drink. In wenigen Minuten geht das Abendprogramm los. Die Hauptlesung kommt.
Was für ein wunderbares Spiel, um den Abend zu beginnen. Ich glaube, wir alle sind in andere Welten transportiert worden. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Rurelier. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, dem Publikum. Und zwar haben wir hier das Glück, heute Abend eine wirklich weltweite Expertin für Guzheng, für Zheng bei uns zu haben. Sie studiert tatsächlich Zheng vom Gehirn bis in die Fingerspitzen, so kann ich es nennen. Also sie ist Mitglied des Guzheng-Verbands der chinesischen Musicians. Sie ist Mitglied des International Councils for Traditional Music and Dance. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte von Guzheng, aber auch der Zukunft in the digital age. Seit 2017 haben wir das Glück, dass sie in Berlin lebt und sie hat dieses Jahr, herzlichen Glückwunsch an der UdK, mit einer Schrift über die Geschichte und die Gegenwart des Zheng promoviert und ist nun auch Lehrbeauftragte an der UdK. Sie spielt bei vielen Festivals und Jubiläen und hat auch viele Fellowships erhalten. Aber ich glaube, am überzeugendsten war heute Abend der ganze Körper und vom Gehirn in die Fingerspitzen hinein hast du uns wirklich transportiert. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Gäste, willkommen nun zur Abendlesung unseres 15. Parataxis-Symposiums, das da heißt Writing Chinese in Berlin, die chinesischsprachigen AutorInnen Berlins. Viele von denen haben wir heute Nachmittag schon kennengelernt. Wer sich jetzt übrigens fragt, ob es das nun schon war mit Rurelier, kann ich versprechen, dass wir zumindest im Laufe des Abends noch zweimal Musik von ihr hören werden. Also diese wunderbaren Klänge werden uns den Abend über noch ein bisschen begleiten. Hier kann man kurz sehen, was heute schon alles stattgefunden hat. Einige waren ja den ganzen Tag wirklich da, also Glückwunsch dazu, zu diesem Durchhaltevermögen. Wir haben um 14 Uhr unser erstes Panel gehabt. Da haben wir gewissermaßen die großen Namen der chinesischen Literatur aus Berlin gehabt. Yao Yiwo, den Poeten, der dann auch mit seinem Freund Hans-Christoph Buch Gedichte gelesen hat. Zhou Xing, der heute Abend jetzt noch mit Literatur vertreten sein wird. Heute Nachmittag hat er sein Leben und seine Arbeit vorgestellt. Yao Yiwo übrigens, habe ich natürlich falsch gesagt, Yao Yiwo war derjenige, der uns einen Poesiefilm geschickt hat über sein sensationelles Gedicht Zweites Massaker, in dem er die Vorgänge in Hongkong mit denen vom Juni 89 auf dem Tiananmen verglichen hat. Yang Lian hat mit Hans-Christoph Buch Gedichte vorgelesen und Lu Lingyuan ist eine chinesische Autorin, die schon lange in Berlin lebt und die inzwischen Romane auf Deutsch schreibt. Ihr neuester ist gerade draußen, also entdecken Sie diese Autorin, wunderbar. Sie hat gerade einen Roman veröffentlicht über ein Mädchen, das vor einigen Jahren in Dessau ermordet wurde und dessen Geschichte hat sie in einem Roman verarbeitet. Im zweiten Panel haben wir uns ein bisschen über die literarische und auch ethnische Vielfalt der chinesischen Literatur aus Berlin unterhalten. Yimang Wu ist eine Illustratorin, Grafikerin, Buchmacherin, vor allen Dingen auch eine Kalligrafin der chinesischen Schriftzeichen, eine Deutsch-Chinesin, die uns ein bisschen über das wirkliche Schreiben des Chinesischen, also Writing Chinese im wörtlichen Sinne, erzählt hat. Yong Shan Tzu, eine Romanautorin und auch Grafikkünstlerin aus Taiwan. Gülnisa Erdal, eine uigurische Chinesin, die in Berlin lebt und einen Roman über das Schicksal der Uiguren, Deutsch und Chinesisch, veröffentlicht hat. Wang Lan, eine Berliner Allround-Künstlerin, Poetin, Textilkünstlerin, Malerin, die hat uns gerade vorgestellt, ihr Projekt mit deutsch-chinesischen Kindergedichten, die sie demnächst in Deutschland und China an den Schulen populär machen möchte. Und dann haben wir last but not least um 6 ein Panel zur jüngeren Generation gehabt, sehr interessant, während die beiden oberen entweder gemischtsprachig beim ersten auf Deutsch im zweiten Fall liefen, ist das Abendpanel gerade eben auf Englisch durchgelaufen. Wu Jin und Kan Chi Cheng und Si Chong Chu waren zu Gast bei Mary Lee und haben vor allen Dingen ihre Herkunftsgeschichten erzählt. Eine Festlandschinesin, ein
eine, also Mary Lee aus Hongkong, jemand kommt aus Taiwan, also die verschiedenen Herkünfte und was das mit diesen jungen Leuten macht, wenn sie jetzt hier in Berlin landen. Chun Su war die Poetin, die schon eine ganze Weile hier in Berlin weiter fleißig chinesischsprachige Poesie schreibt. Wir haben von ihr die englischen Fassungen von Christine Ang vorgetragen bekommen. Es gab auch deutsche Übersetzungen. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Lia Yu wird uns durch den Abend begleiten und wir beginnen mit einem Gast aus Taipei, der erst vor kurzem hergekommen ist, der aber sehr interessant sowohl als Poet als auch als Literaturaktivist ist, Yang Ma. Danach werden wir Zhou Xing und seine Literatur kennenlernen und zum Abschluss des Abends wird Jojo mit ihren beiden Übersetzern eine Geschichte aus ihrem neuesten Buch vorlesen. Auf Deutsch würde der Text, der Roman oder das Buch, aus dem sie lesen, ungefähr heißen, der Mann, der beschloss, ein Baum zu werden oder ein Baum zu sein. Und eine Geschichte daraus, ich glaube, die Titelgeschichte werden wir heute von Jojo und ihren Übersetzern vorgestellt bekommen. Ich freue mich sehr darauf, denn zwischendurch gibt es immer noch mal Musik von Wu Yuye. Und jetzt übergebe ich an Lia Yu. Yes, we had planned that I will say something briefly in English. Martin just gave us a German summary of the evening, and of the day. And I'm sure anybody who's been here since midday, I applaud you. We're all tired, and the ones who are left here are really the true literature diehards of Berlin. So we're just trying to sort of give you a cognitive. Some cognitive clarity about what happened. And something that struck me was some various writers here from different backgrounds were asked over and over, why did you come to Berlin? And why did you not learn German? Or why is your German, you know, where is your German level right now? And various writers actually struggled to respond to that question. Because, of course, if you ask a writer, why are you here? They can tell you many, many stories. But I think if we had asked all of them, how have you tried to become fully human in Berlin, which indeed was the topic also of my talk at the beginning, it's about humanization, I think every writer could have responded something. And indirectly, I was very moved that all of them, in their different ways, described really how they are trying to not just be human in one identity category, i.e. being Chinese, but be fully human in Berlin. And I was really, I start from the back, sort of, from the end, as Martin likes to say, the young panel. I was very, very moved by Wu Qin's account of how she came to Berlin from Beijing very recently, across Thailand, and how what she's working on right now, which is a sort of phenomenological description of exile in terms of time perception, which sort of touches on the deepest philosophical question that I'm sure Kanshi Cheng will encounter in his study of German philosophy from Husserl to Heidegger. Wu Qin asked this just as a human being. How can I, you know, publish about this? How can I not be put in an identity category as I am trying to reflect as a human being on my existence in Berlin? And this theme I felt really stretched through what Si Tung Zhou said to Gurneesa Erdal speaking about writing in Chinese, and that doesn't define how she is as a human being with her Uyghur identities, and with basically that the language doesn't define who she is politically or ethnically. To Zhou Yunshan's very pictorial and bodily experience of Chinese, which is also something, you know, beyond the kind of ethnic category that you'd think Chinese is like. And Wang Lan's sort of, I have to think when you describe her shop, Wang Lan's shop in Berlin, almost like a 19th century salonnier who Germany actually had a couple of outstanding Jewish German women who held salons, and how basically this universal humanity, of course, we don't always want, I think we've said through enough to this evening, we don't want to always sit, we want to dance, we want to meet people, we want to touch fabric, we want to
we want to eat, we want to experience life with all our senses. And I think Wan Lan really brought that about. And then finally, the first panel, I think I don't have to describe to you how Zhou Qing and Yang Lian also are trying to uphold an idea of humanity and try to uphold for decades now, and they really ought to be applauded for this, to uphold an idea of humanity despite what has happened in China since Tiananmen. And finally, Luo Lingyuan, writing in German, I think, is the most badass response to, you know, like, how well have you integrated into Germany? If she gets asked these questions, which you, of course, do if you live in Germany, she can just say, well, I write novels in German. And I think that is fantastic. Now, I would like to move over to our first writer of the evening. I'm extremely excited and honored, and I've been saying I wish I'd met you in Taiwan, because I've just moved from Taiwan back to Berlin when I was there, because Yi Hang Ma's biography really is very fascinating. And I actually will switch now back to German. Ich glaube, das soll ich auf Deutsch machen, ne? Also, wir freuen uns sehr, dass Yi Hang Ma heute bei uns hier ist. Er kommt aus Taiwan, er ist für ein paar Monate am LCB, und wir haben es geschafft, ihn zu schnappen und heute Abend auf die Bühne zu stellen. Er kommt gerade aus Frankfurt tatsächlich. Die Deutsche Bahn hat uns nicht im Stich gelassen. Und Yi Hang Ma ist ein ethnischer Pinoyumayan aus Taiwan, aus Taidung tatsächlich. Er hat promoviert an der NTU mit einer Dissertation über taiwanische Kriegsliteratur nach 1949. Und war 3 Jahre lang Chefredakteur des legendären Cup Lion Literary Arts Magazine, You Shi Wen Yi Zazi, also sozusagen Löwenbaby-Magazin, können wir auf Deutsch sagen. Also einer wirklich alteingesessenen Literaturzeitschrift, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, die sich vor allem an junge Leser richtet. Und mittlerweile schreibt er über seine indigene und auch schwule Identität in Essays, in Gedichten. Gleich trägt er uns ein Gedicht vor auf Hanyu, Chinesisch und Pinoyumayan, was bestimmt eine besondere Erfahrung für uns sein wird. Ich wollte ein paar Titel seiner Gedichtsammlung und Essaysammlung vorlesen, und zwar »The Jewels I Carry With Me«, eine Gedichtsammlung. Eine Essaysammlung, The Languages from the Mountains to Become Sandy. Und momentan arbeitet er an einer zweiten Essaysammlung, ich finde den Titel auch sehr spannend, Fake Town. Und das wurde dieses Jahr veröffentlicht, it was published this year, und erforscht die Erfahrung von Klang und Vision und Raum, was wirklich wunderbar mit der guten Erfahrung heute zusammenpasst, mit der Musik, die wir haben. Und tatsächlich würde ich jetzt Yi Hang auf die Bühne bitten. Yes, please, to come up. Hi, everyone. I'm Yi Hang from Taiwan. I'm very surprised and happy to be here because I saw this stage. This place was so large. I thought it may be, but before I come, I thought it would happen in very small or independent bookstores like in Taiwan, but we are here now. Yeah. The light is so very, very glamorous. Yeah, I think I like a drag queen or a pop star. Yes. Yeah. Wow. How can I? Now I want to ask you about drag queen identity, but I can't. You shouldn't have ended on that. Yeah, I should start my talk. Yes, so I will. We will do a very brief talk, and then you will do need a poem. So I am very curious. You write in Hanyu, in Chinese, in Pinoyumayan. You are, if I may say so, young. And I know from my experience in Taiwan that a lot of younger indigenous Taiwanese lose their language, and yet you have reappropriated it. Tell us about that. Okay. A few days ago, I visited the Photography Museum in Berlin, which had a series of images about this city. These images had different focus. Some captured the people on the street, others show the Berlin Wall or other boundaries, and some show the destroyed building.
for many people, just like me, like a visitor, the impression of Berlin might be that it's a city shows the present, the memory, and the ways we how to remember. I write in Taiwan, and Taiwan also has its own memories and ways to remember. I'm an indigenous person. In Taiwan, the indigenous people have our own language, but lost very quickly. But due to the historical influences, using Chinese for daily life and writing is something we cannot avoid. Chinese is the language I'm most familiar and fluent in. And the language my people use, we call Binuyumayan. I started learning Binuyumayan about 3 years ago. But in the past, I may have thought writing this thing is just a personal work. But trying to use some Binuyumayan into my Chinese writing, I have a different thought. In order to write correct Binuyumayan, I had to ask my teacher and my father. And so it need to be with the memory and culture of my community, my family, my tribe, and the linguistic experience of Taiwan indigenous people. So this changing has given me some fresh idea about writing. And Chinese writing in Taiwan, I want to make it in the future to say that the Chinese in Taiwan should have many different faces. Because the past might be closely linked to the political factors, so we all use Chinese to write. But its future should exist with the memories of various ethnic groups. So writing in more than one language in Taiwan is also about to explore the ways of a remember. This makes me think, you know, Wu Qin in the panel before, and she said, thank God there's still Taiwan. I think what you describe here is basically this universal humanity that all of our writers in one way or another envision could be possible in a sinospheric society like Taiwan that has these freedoms. And also, I mean, the Taiwanese DPP only recently is sort of recognizing, right, indigenous languages, and it's still in a process, would you say? It's a work in progress. Yeah, but in Taiwan, the different ethnic groups, just like Han people, indigenous people, or non-indigenous people, still have some gap between us. Yes. So how to write very nuanced and essentially, that I think that's it, we have to do it. Mm. And I really also enjoyed the opening of your answer, because you spoke about Berlin and Germany dealing with the past. And indeed, Taiwan and Germany have a long-term cooperation. I don't know if all of you know this in terms of Vergangenheitsbewältigung. So the head of the Stasi Museum in Berlin travels to Taiwan every year. It happened in the pandemic; they had a bit of a break, but it is about the White Terror time in Taiwan, and Taiwan is actually really directly cooperating with Germany, trying to learn how, you know, how can you do this in a meaningful and thoughtful way. Great, thank you very much. I would like to ask you a second question about the magazine. So the Youshi Wenyi杂志. I'm so curious. Like, it's, you said it was already founded in the 50s. Yeah. Wow. I guess that we have a lot of editors here. The magazine I used to work for is called Youth Literature. The title of this magazine also have a meaning, Youshi, the young lion. The magazine faced the reader and writers who are closer to the younger generation in Taiwan. But for many authors in Taiwan, their first piece of work and their first review and first interview often appeared in our magazine. It has a very pretty unique history. Back into the 1950s, it was a magazine that used literature and art to anti-communism, just like propaganda, but use literature and art and focus on students, focus on young people. But over the decades,
its political color had changed. But it more and more and focused on literature. I worked there from 2017 to 2020. Besides continue to connect with young writers, I also care about how to respond in cultural issues in Taiwan. We do the issue for White Era. And we, for instance, we once put together an issue of how to repair all the things. This includes restoring all artifacts and books and buildings in Taiwan. And we're curious how writers deal with past histories and memory. So we even create an issue that combines literature and fortune telling. Because fortune telling is Taiwanese. Very Taiwanese, yeah. What's special about the magazine is that it's not just a place for authors to publish their works. It's also a space for a connection between authors and readers, between authors and editors. But unfortunately, the magazine stopped publishing at the end of 2023. But I believe its past achievements are still a really important reference for understanding Taiwanese literature. Can we see the magazine online? Is anything online? In Taiwan's library, but there are some online resources. Okay, so one can find it if one wanted to look. Okay, wonderful. Thank you so much, Yihang. We cannot wait to hear your poem. Okay, and next I'm going to read a poem for... Okay. And I'm going to read a poem for everyone. I will read the Binu Yumayan version first. And this poem originally has a Chinese version and a Binu Yumayan version. Thanks to Mr. Yankowski for translating a very beautifully literary German version of this poem. Na marumana ruma ilaud. Imakan gilan kenaratau. Ulatu rufu na baratale. Ulatu makiteng na zafran. Parangar tata iangar acau. Marayas katua di gina umu. Patalan mufuruk. Alusu na buaret. Na kemarawang imarimu. Mikir cef tatu kina lalakan, tatu kina uli cengan, kemarau lawa di sawarian. Ini na kanjo ipunapunan, mau na marahan. Adi madalam na nanayan di kasaharan, mau na iya na karua sawarian mufirin kana maratama. No menau kan ini na roma na cauramu, kasau canti maruman. Tula ayau, melimu, ifasau, nusuk, tulak, tarik, pakai idang. Mara anger kanan duna adi karuan mara rup diamu, kapung-apungau. Kana inu rufukan nama idang-idangan, kemauan tak miami naratau, fenafati. Semasa kau menau tadatu mara ngerang kikarun, Adi ka adi remafat kanan tu. Cimurun na cerun, adi pakar lua. Na buraca na fua di caruan na uma. Marferias ayan, paki warai na farenan. Inarawas adataran, kakaudan, kini feriasan, tapang macan. Matiar intau, matiarku, Ramu mau itu na muka sana nian tiamakuan saya tamaku. Ramu mau nian sang sumuran. Nandung ada na temuan tau ni malimu adi kula matalam. Adiu dia ikanimu kula lang nida. Mulafat na bas kana Qinghai lu kemawan da fari awan da tu. Tu i banana na asfang na tamaku kemawan tu
Dina Angeran, Gumawanda, Fulatik, Biningayan. Kana tau tau dia dina kina gaduan dia ta kaka idan ramu kaluala ingat aimu adik karua menau. Mara anger ku kura nau tatu fenasati pagi ngar kanangku tatu dia. Kana para lalahan da pada terunan tu ka idan da tu bufafatian da tu kehiat la nu patsepayan lamu kalima lima nani a. Hina taman dia, kadu inokai, cima-cima mida karuruan menau da taturufu nawaru alamaki tengamu mauna tatena hingga tuan na binurumaan. Kanan tak itekar nan turuma isau-sau, katuan na binuayan na antera marua pasirep na paku mau. Tu afu tau tu pari tinggi mali, patiau-tiau i sarikit, amana busani tak farasa. Farayai ta inavati senfert na tiunga intau. Meli mau-mau fenafati, tak ia mana pinu cepayan haramikani. Kanan tu anger i safak, ula lia tumana inu firinan fenafacik. Thank you. Thank you, dear Yang Ma. Before I read the German version and then you will finally read the Chinese version of this poem, I have to confess that I'm completely shocked to listen to your rural language, to the tribal language, because I can understand a lot of words. You know, I'm an expert of Indonesian language and I'm used to listening to the Indonesian language just since 20 years. Yeah. And there's a lot of words that seem very familiar to me, so I could understand all of a sudden what the poem was all about. So, but now to my German version, diese Nachdichtung ist basiert auf einer englischen Version von Nicholas Wang. Yang Ma, unten beim alten Haus. Neben dem Fensterrahmen ein Wespennest mit einer winzigen Öffnung. Das Leben immer versucht, sich zu entfernen. Eine Schwelle, kurz und niedrig. Der Vater stieß sich die Zehen an seinen Jugendjahren, die stolz, wild und lang waren. Es gibt den Drang in dieser Welt zu lieben, Schmerz und Freude. Was davon überdauert zwischen Eltern und Kind? Weltliche Bewertungen eines Hauses, schmal und alt, renovieren oder abreißen, Kalk, Säule, Erde, Nähren, ein schwindelerregender Haufen Wörter. Die letzte Generation verschwand und wurde ein Bildschirmfenster. Es ist unvermeidlich, hindurchzugehen, wenn man ein Geschehen schildert oder sich hineinwirft. Trübe Wellen, unersättlich, Fallobst und Brachflächen, häufige Wiederkehr. Termiten? Erträgliche Überschwemmungen, sich ausbreitende Straßen, Risiken, Fallstricke, Schotter. Er hustet, ich huste auch. Wir teilen uns eine Zigarette, ein Sinnbild gleicher Veranlagung. Von den Vorfahren meines Großvaters mütterlicherseits kenne ich die Namen nicht. Hier war früher, hier haben wir früher immer... Busse passieren die Xinghai-Straße wie eine äußere Macht, seine Erinnerung ein weißer Luftstrom von Sprache. Menschheit und Raum würden wahrscheinlich enden mit dem, was hörbar, aber unsichtbar ist. Ich denke, offenbar teilt er einen Traum mit mir, Baumaterial bis Volumen, Glück oder Unglück, sogar die tiefgreifenden Wendungen in Verträgen und Umständen. Früher am Morgen beim Einkaufen von Pollen auf dem
örtlichen Bauernmarkt sah ich einen Bienenstock. Was für ein materieller Ort. Auf den Dächern der anderen Häuser waren kleine Ohren installiert. Vater stellte den Motor seines Autos ab. Bewegt nicht die Steine. Gebt ihm das beste Fleisch. Neben der Klärung, wer das Land übernehmen würde, hatte Vater noch andere Relikte in seinem Herzen, heiß glühend. Danke. The content of this poem comes from a conversation between my father and I as an indigenous person and a queer. I know that having such conversation between father and son can be very challenging in many families. Of course, in my family, my father is very masculine man, and I, you know, so in this poem, our dialogue is about an old home that nobody lives in there. Just standing in front of the house, I can feel so many messages and memories lingering there. And today I have the opportunity to read the complete Binuyu Mayan version of this poem for the first time. It feels like a journey through language, and perhaps some memories will enter this house entrance again. I will read the Chinese version. 在下面旧家那边。 窗户旁边留着一种风的小小的巢穴，有一个很小的出入口，意味着生命好像常常试图要离开那里。这里的门槛好低矮，父亲不小心就踢到了他自己的年少时期，非常的骄傲，非常的放荡，非常的漫长。世界的爱 是动态的一种东西，痛苦跟喜悦，哪个在亲子之间会保持得更久呢？如果我们给这个房子一个很世俗的评价，这么的窄小，这么的老旧，你要么就整修，不然你就拆掉它。可是你会看到石灰、柱子、土、养育。 这些词汇你一想起来就会让你头晕目眩。消失的上一代变成了窗户，你要描写，你要窥探任何的事业，你可能都要穿过它们。浑浊海浪，不知足的，掉落的果实跟废弃的田地，多次的折返，白蚁。 可以承受的水患，道路拓宽，风险，陷阱，耐力。爸爸咳嗽，我也开始咳嗽了。可能因为我们分享了同一根烟，或者有一些很简单就能辨识出来的我们的遗传。可是外曾祖父以上的人，我就不知道他们的名字了。 这里以前，我们参加一辆客运，像外面的力量开过我们眼前的青海路。我的父亲的记忆，像一次语言的白色的气流，象征着人类或者空间的结局。你听得到它，可是你看不到它。我在想，显然我的父亲正在向我分享一个梦境。 讨论房子的建材，讨论房子的容积、幸运、吉凶，乃至于契约跟境遇的深邃曲折，也许比我们早上在地方农会购买花粉的时候看到的一个小小的蜂巢还要早。一个物质的一席之地，部落里面其他家户的屋顶上安装了小耳朵，爸爸的车正熄火在房子前面。 听到了一些讯息，不要移动石头，给他最好的肉。
父亲除了厘清这个地方到底目前在谁的名下，他的心中还有其他的遗物正在燃烧。谢谢。Vielen, vielen Dank, Ihang Ma, Ganxie Ihang. Das war wirklich eine besondere Erfahrung, trilingual, to experience your poem trilingually. That was a very special experience. Now we ask Dr. Ye to come back on the stage, please. Jetzt würde ich gerne Zhou Qing und seine Übersetzerin Susanne Becker-Gonella auf die Bühne bitten. Ja,
freue mich, dass Zhou Qing wieder auf der Bühne ist. Ich würde tatsächlich Zhou Qing jetzt nicht, er wurde ja schon heute schon mal vorgestellt, ich würde nur ein bisschen die Eckdaten nennen, dann würde ich auch die Gelegenheit nutzen, um auch Susanne Becker-Gonella vorzustellen, die heute auf der Bühne, unter der Bühne, zwischen der Bühne übersetzt hat. Zhou Qing wurde, wie gesagt, ist aus Xi'an, hat mir aber gerade Backstage gesagt, er kocht auch sehr gut Hunanesisch und scharf. Er ist bekannt als jemand, ich würde sagen, der dehumanisierte Gruppen in China besonders ins Licht bringt. Also wenn man sich anschaut in seiner Biografie, die Martin heute auch schon benannt hat, und Sie können es auch im Programm sehen, er beschäftigt sich mit den Menschen in China, die am vulnerabelsten sind, die oft dehumanisiert werden, wie zum Beispiel Drogenabhängige, mit denen er Interviews macht, Wanderarbeiter, Menschen, die unter Todesstrafe stehen. Und tatsächlich hat er heute, wenn Sie es verpasst haben, im ersten Panel darüber gesprochen, dass er gerade an diesem Buch arbeitet. Es geht um Rezepte von Menschen, die er getroffen hat im Gefängnis in China, die on death row waren, also der Todesstrafe erlagen, und wie sie in ihren letzten Stunden und Wochen und Tagen über ihre Lieblingsgerichte fantasiert haben. Und ich finde, das ist wirklich, beschreibt Zhou Qings humanisierenden Blick und auch irgendwie Humor und makabren Humor auf die Sache, ein Rezeptbuch darüber rauszubringen und gleichzeitig diese Menschen aber auch zu erinnern und zu humanisieren. Das wollen wir das eben übersetzen, oder ist das, oder vielleicht als Frage, ich mache das gleich als Frage. Genau, dann stelle ich. Ja, für ihn ja, vielleicht. Ja. 就是简单的再次介绍你的北京，就是说，他觉得你就是非常有意思的。我刚才没有完全主义，因为我不知道，我翻译，没关系。就是基本上就是说，你是为了一些在中国一些群体，就是他不受大家的主义，而且他是。 都是有困难的，比如说吸毒的，或者是像这些陪伴火色人，他们等等，你为他们而说话，你介绍他们，然后为他们而说话，那么是非常有趣的。你是介绍你正在写，就是网正一本书关于这个陪伴火色人，而且你把一个菜谱，从为出发点，对吗？描写他们就是最后在梦想吃什么。 实际上，你可以加一句话，我觉得，因为你当时是帮助他吃上最后一顿，对不对？他们是能够吃上他最喜爱的那个菜，而且你是为了他们，因为他们自己都不允许他们用自己的手吃，这个是更残的了。一些你还不知道呢，对，这个是很厉害的，他跟我讲过的。 Also, jetzt sage ich das selber wieder, was ich da gesagt habe. Ich habe das erstmal übersetzt und dann habe ich gesagt, was noch grässlicher und auch beeindruckender ist, ist, dass Zhou Qing in seinem Buch beschreibt und beziehungsweise mir erzählt hat, dass er diese Henkersmahlzeiten auch den Menschen dann gefüttert hat am Vorabend ihrer Hinrichtung. Denn und das ist noch viel entsetzlicher. Die waren auf einem Brett festgeschnallt, mit Armen und Beinen ausgestreckt, durften nicht mit der eigenen Hand dieses Essen essen. Das heißt, er hat sie gefüttert mit diesem Essen, bevor sie dann exekutiert wurde. So grausam war das. Und das Ganze diente natürlich auch dazu, ihn zu erschrecken und zu bedrohen. Dann demnächst bist du dran. Das war die Botschaft, das haben wir sowieso kapiert.
Also ich muss da einen Kommentar, bevor ich Susanne ganz kurz vorstelle, und keine Sorge, Martin, ich habe den roten Faden hier drin. Ich meine, in Berlin haben wir auch sehr viel Performance-Kunst, ne? Und es geht auch tatsächlich, also nicht in Berlin, aber internationale Performance-Kunst, wo ich auch ein bisschen Recherche betreibe, jetzt auch sehr viel ums Essen. Aber ich finde, das ist wirklich, also man braucht keine Performance-Kunst, aber ich finde das wirklich ja, radikal, wie Zhou-Qing das ja, humanisiert ins Leben hinein übersetzt sozusagen. Und dazu stelle ich auch gleich eine Frage, das war sozusagen die Intro, aber ich möchte auf keinen Fall vergessen, Susanne Becker-Gonella vorzustellen, ohne die heute vieles nicht gegangen wäre. Sie ist in Rom und Tokio aufgewachsen und meinte zu mir auch backstage, ja, dann wurde es mir langweilig mit den zwei Sprachen, Italienisch und Japanisch, und dann habe ich eben auch noch Chinesisch gelernt, oder Chinesisch bot sich dann an. Und tatsächlich ist sie Konferenzdolmetscherin und Expertin für Deutsch, Chinesisch, Englisch und Italienisch. Sie hat Sinologie in München und Peking studiert und war wirklich überall tätig, also sei es im Sprachendienst des Auswärtigen Amtes bis hin zu Landes- und Bundesministerien, aber auch pretty badass. Dann war sie auch noch Bankmanagerin in Hongkong und dann Mitinhaberin eines Handelsunternehmens. Klingt etwas mysteriös. Ja, das war mit meinem Ex, verstehst du, den gibt es nicht mehr. Das Unternehmen gibt es auch nicht mehr. Der war Italiener, darum Gonella. Und wir hatten diese Firma, mit der wir China-Handel betrieben haben. Alles von Kaschmir-Rohwolle, sehr lukrativ, über Sandwashed Underwear, nicht so lukrativ, und eben alles dazwischen, anything goes. Froschschenkel, um ihre Fantasie noch etwas anzuregen. Okay, ich glaube, wir wollen einen kleinen Kurzroman von Susanne irgendwann. Ja, wenn ich mal Zeit habe. Ich dolmetsche doch noch ziemlich viel. Okay. Darüber hinaus bietet sie auch kulturpsychologisches Consulting zu China. Das kann man ja auch durchaus mit dem Publikum teilen. Genau, vielen Dank, Susanne. So, zurück zur Frage. Also ich würde Zhou-Qing tatsächlich fragen wollen, es gibt ja viele Dissidenten. Aber bei Zhou-Qing macht sich schon dieses Thema bemerkbar und wie gesagt, ich forsche dazu ja auch, also die Neuropolitik der Humanisierung, der Dehumanisierung, wirklich, es zieht sich so durch sein Werk. Also zu verstehen, wer dehumanisiert wird und dann aber Wege zu finden, die zu humanisieren. Und da wollte ich ihn tatsächlich fragen, was hat ihn da beeinflusst? Weil also die Generation, von der er stammt aus China, also da gibt es ja so viele Lebensbrüche bezüglich Erziehung, bezüglich Eltern, die nicht da waren. Also wer hat ihm diesen, oder was hat ihm diesen Instinkt gegeben, dehumanisierte Gruppen zu humanisieren? 我想给你提出一个问题，周青，就是我想了解，因为你们那一代长大的时候有很多的问题，有很多的障碍，可以说也有很多的这些活动，政治活动等等，很多的很厉害的事情发生了，有时候可能你们父母没在，因为文化大革命或者这个那个，那么我想了解的是你的这种目的，你的这种意向和动力是哪儿来的，就是为了这些没有人替他们说话，为他们的权利而表态。 就是你这个动力是哪儿来的？我呢，基本上实际上是一个对政治没有什么兴趣的一个人。年轻时候一直写小说，我18岁时候就出第一本书，但是从我关了监狱关了3年以后，我突然就觉得在中国写小说是一个非常奢侈的事儿，就像那么多人。 没有表达能力，中国正在发生的事或者一直发生的事，是西方很好的小说家、导演想都无法想象的那种情节，所以我觉得还是有必要把它讲出来。Also es ist so, ich bin im Prinzip ein ganz unpolitischer Mensch gewesen, als solcher groß geworden. Ich habe immer nur sehr gerne geschrieben. Kurzgeschichten, zunächst dann Romane. Mein erstes Buch wurde publiziert, als ich 18 Jahre war. Ich habe ja gesagt, er war ein vielversprechender und auch hochgelobter junger Autor. Aber dann bin ich ja aufgrund der Tiananmen und meiner Äußerungen dazu, des Tiananmen-Massakers, bin ich verurteilt worden zu praktisch 3 Jahren Gefängnis
Und das hat mich politisiert, denn wie ich da im Gefängnis saß, war ja auch zum Teil in solitary confinement, in einer winzigen Box ohne Licht, war, ich glaube, 48 Tage eingesperrt und konnte das Tageslicht nicht sehen und wusste auch nicht, wie lange das fortdauern würde. Und was, jetzt verliere ich gerade den Faden, wo war mein Faden? Gib mir jemand den Faden wieder. Okay, auf jeden Fall, genau, diese Zeit hat mich dazu bewegt, zu sagen, es ist sinnlos, Kurzgeschichten oder Romane zu schreiben in China über irgendwas. Das ist nicht sinnvoll. Es gibt so viele Gruppen und Menschen in China, für die niemand spricht und von denen die Menschen im Ausland sich noch nicht einmal vorstellen können, dass so etwas existiert, von denen sie überhaupt keine Wissen, über die sie gar kein Wissen haben. Und das will ich zur Sprache bringen, das will ich veröffentlichen, das will ich in die Welt hinaustragen. Das war dann letztlich für mich der Impuls. Wollen wir damit auch gleich in die Lektion? Wollen wir, wir wollen in die Lesung gehen. Ich möchte nur noch etwas sagen von mir persönlich. Ich kenne Zhou Qing jetzt über 10 Jahre und ich muss sagen, was an ihm so beeindruckend und so besonders ist, er ist der optimistischste, der positivste Mensch, den ich überhaupt kenne. Okay? Er ist zurückgegangen nach China, auch angesichts von der drohenden Wiederverhaftung, Lebensgefahr etc. Er wurde dort auch ständig eingeschüchtert und irgendwelche Sympathen vom Ministerium für Staatssicherheit haben ihn verfolgt, beziehungsweise haben ihn einmal auf der Toilette eines Restaurants, ging kurz mal aufs Klo, haben sie ihn mit Bierflaschen, die sie zerschlagen hatten, so zusammengeschlagen und für tot liegen lassen in seinem eigenen Blut. Er hat davon hier tiefe Schnitte, auch im Gesicht mit dieser Bierflasche. Er hat das zum Glück überlebt. Er ist auch ein paar Jahre später noch nach Hause gefahren. Das war zum einen sein alter Vater, von dem er wusste, der liegt nun im Sterben. Und den wollte er noch mal sehen. Und der hatte den einen Herzenswunsch. Er wollte von Peking damals nach Xi'an zurück. Da hat Zhou Qing Folgendes gemacht. Der Vater war sterbenskrank. Er hat einen Krankenwagen gemietet, hat sich da selber ans Steuer gesetzt oder ist da mitgefahren, hat seinen Vater da reingeladen mit einer Nurse oder so, und dann sind sie die ganzen 1000 Kilometer, und das sind 1000 Kilometer, damals noch schlechte Straßen, das war vor ein paar Jahren, sind sie dahin gefahren, damit der alte Vater in seiner Heimatstadt sterben konnte. Ja, so einer ist er. Oder ein anderes Detail, seine Frau hat, als er ins Gefängnis kam, sich von ihm scheiden lassen, wie man das so tat. Und sie hatten ein gemeinsames Kind, einen kleinen Sohn, der war damals noch sehr klein. Diesen Sohn hat sie verleugnet, weil sie wusste, damals war noch die Ein-Kind-Politik, wenn sie jetzt sagt, sie hat kein Kind und sie, das ist nicht ihr Kind und sie sagt sich von dem los, dann kann sie mit einem neuen Mann nochmal ein neues Kind kriegen. Toller Plan. Dieses Kind, denn er war ja im Gefängnis, wo kam das nun hin? Das kam zu den Großeltern, die haben das versorgt. Und als Zhou Qing aus dem Gefängnis kam, hat er diesen Sohn versorgt, aufgezogen, allein. Er ist ein alleinerziehender Vater, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Über das haben wir uns auch immer dann gut verständigen können, über die Liebe zu unseren Söhnen und was wir da, auch was wir für Schwierigkeiten natürlich überwinden mussten, um die großzuziehen. Dieser Sohn lebt in Paris, hat vor kurzem die französische Staatsangehörigkeit, ist da sehr erfolgreich und anerkannt als Journalist. Er arbeitet als Journalist für ein chinesischsprachiges Medium. Genau. Das ist das zu seiner persönlichen Geschichte, zu seinem Hintergrund. Wir kennen uns einfach schon lange. Wollte ich euch noch erzählen. Danke dir, habe ich gemerkt. Gut, jetzt steigen wir ein in die Geschichte. Dies ist aus einem Sammelband vom Penn herausgegeben, betitelt In der nie endenden bernsteinfarbenen Nacht, Stimmen aus dem Exil. Und da wollen wir aus einer Geschichte und seine Geschichte, mit der fängt dieser Band auch an, diese Kurzgeschichte, da hat er etwas benutzt, was wir kennen aus, ist das die 7 Samurai von Kurosawa? Ihr wisst schon, wo ein und dieselbe Geschichte erzählt wird aus verschiedenen Blickwinkeln. 4, was sagst du? Ach ja, genau, das Teil. Auf jeden Fall Rashomon heißt es, Rashomon, was er macht, da habe ich jetzt leider vollkommen vergessen.
Da wird doch die gleiche Geschichte aus den unterschiedlichsten Perspektiven erzählt. Und das macht er hier auch. Es ist eine kurze Episode in der U-Bahn. Ich erzähle sie, du erzählst sie, dann erzählt er sie und dann noch jemand, der ein virtueller Vierter ist. Und was dieser Vierte erzählt, das wollen wir jetzt lesen. Er liest daraus kürzer und ich lese dann das auf Deutsch. Michelin. Ja, also der Titel ist auch typischer Zhou-Qing-Humor. Berliner Haschisch stinkt nach Urin. Und wir lesen jetzt von dem letzten Teil. Also. 他们随着地铁速度的减缓, 车身也开始稍稍的倾斜, 幽浮间地铁钻出了幽暗的隧道, 突然照射进车厢里的自然光, 让我顿感满满溢车的像比抬出来在双眼上用白毛巾盖着眼睛害怕雪的反光而不适应而那51天让我既不能走路也久未见光猛地看到亮光眼睛会闪瞎的 这是老犯人们的经验。地铁像一头爬坡爬乏了的老牛，呼哧带喘地停在了这个站台上，车身的摇晃像极了累过了头的牛的四条腿的抖动，带动了整个身子随着微微的颤动着。柏林的地铁也太次了，又老又旧，还一股子尿骚味儿，比北京的地铁可差老鼻子了。随着一声儿化音，高呼噜大嗓子的北京腔，几个年轻的可以用青涩来定义的年轻人，蹦蹦跳跳着涌进了车厢。出门难。 有人时时说几句话，就是种奢侈和过瘾。记得我刚来柏林时，没有什么人可以讲中文的，偶尔在街上碰上一个中国来的人，只要对方有时间，我就拿着自己博物馆的年票，免费陪着他们游玩，为的就是说说过中文的瘾。 等眼前几个年轻人都坐下后，我们相互看了一眼，我就主动搭腔，高兴认识你们。你们是留学生还是旅游？若是留学生，有空可以到我家吃饭，大家都是中国人嘛。他们四人是三男三女一男，其中一个细瘦而活泼的女孩脱口而出：“好啊，好啊！”我也很高兴。 也代表他们三个高兴，我们都是刚来的交换生，今天出来一起逛逛。您在德国多久了？做什么工作？我来的时间不短了，平时就是写作。哇塞，我们认识了一个作家啊！另外一个染着黄绿相间头发，鼻翼两侧有着俏皮。 雀斑的圆脸盘女生有点夸张。你一个男孩子怎么不爱说话呢？我边说边把名片分发给他们手中。我们是党领导一切，我们三个女生都是党员，她才是个预备党员。得听我们三个人的指挥啊！第一个和我搭讪的细瘦女孩边接过的我名片，一边回答。 他自以为自己很幽默。随着车身的晃动，他们三个人都在各自的角度偷偷地瞄着我名片上的介绍。
稚嫩的脸色也随着透过车窗的光影忽明忽暗，琢磨不尽。当地铁刚开了一站，还未亲吻，四个人不约而同地站起来，齐刷刷地拿着一块犹如随时都有可能烫伤他们粗细各异的稚嫩手指的火般的名片，就往我的手怀里塞。还是那个细瘦的女孩，名片还给你，我怕你给我们带来麻烦，没想到你是，不要怕，我拿的也是中国护照。没等我说完，他们就逃逸似的跑下了车。如果说他们上车时是蹦蹦跳跳的，那么下车就是农人们在大风的场院里顺风扬的麦糠了。好，下面让我的朋友白山读一下，谢谢。Die vier. Die U-Bahn wird langsamer und neigt sich leicht zur Seite. Als sie gemächlich aus dem dunklen Tunnel hinausfährt, ist mir das plötzlich einfallende Sonnenlicht so unerträglich wie der reflektierende Schnee, den ich durch die mit einem weißen Handtuch fest verbundenen Augen wahrnahm, als ich nach 51 Tagen in Dunkelhaft auf einer Bahre aus der Zelle getragen wurde. Nicht genug damit, dass ich in diesen 51 Tagen nicht umhergehen konnte. Ich fürchtete auch, dass ich infolge des langen Dunkels beim jähen Anblick grellen Lichtes erblinden könnte. Eine Angst, die alle erfahrenen Gefangenen kennen. Wie ein alter Ochse, der sich mühsam einen Hang hinaufgeschleppt hat, hält die U-Bahn keuchend an der Station Gleisdreieck. Und genau wie ein Ochse, dem vor übergroßer Erschöpfung die Beine zucken, bis sich das Zittern auf den ganzen Körper ausgebreitet hat, wackelt auch der Wagen. Die Berliner U-Bahn ist aber auch wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Uralt ist sie und dann stinkt sie auch noch nach Urin. Da ist die Pekinger U-Bahn aber um Welten besser, ruft eine helle, laute Stimme mit Pekinger Akzent. Und ein paar junge Leute, die man als noch grün hinter den Ohren bezeichnen könnte, springen und drängen sich in das Abteil. Wer in der Fremde gestrandet ist, redet vor lauter Einsamkeit manchmal nur um des Redens willen. Ich erinnere mich noch, wie ich gerade erst nach Berlin gekommen war und niemanden kannte, mit dem ich Chinesisch sprechen konnte. Wenn ich da zufällig auf der Straße ein paar Chinesen begegnete, schloss ich mich ihnen an, in der Hand meine Jahreskarte für die Museen, nur um ein wenig in den Genuss zu kommen, meine Muttersprache zu sprechen. Als sich die jungen Leute gesetzt haben, wechseln wir einen Blick. Freut mich, euch kennenzulernen, spreche ich sie an. Seid ihr Studenten oder Touristen? Wenn ihr Studenten seid, kommt ihr gern mal zum Essen zu mir nach Hause. Könnt ihr gern mal zum Essen zu mir nach Hause kommen? Immerhin sind wir Landsleute. Super, ruft eines der Mädchen. Drei von den vieren sind Mädchen. Ein schmächtiges Temperamentsbündel. Ich freue mich auch sehr. Und da spreche ich im Namen der anderen. Wir sind alle Austauschstudenten und gerade erst hier angekommen. Heute machen wir einen kleinen Ausflug. Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland und was machen Sie beruflich? Ich bin schon ziemlich lange hier. In der Hauptsache schreibe ich. Wow, ruft ziemlich theatralisch ein anderes Mädchen, das ein rundes Gesicht, gelb-grün gefärbtes Haar und neckische Sommersprossen an den Nasenflügeln hat. Jetzt kennen wir einen Schriftsteller. Und du bist der Hahn im Korb und sagst gar nichts, wende ich mich an den Jungen, während ich meine Visitenkarten unter ihnen verteile. Die Partei hat die Führung über alles inne. Wir drei Mädchen sind alle schon Parteimitglieder. Er ist nur Kandidat. Deshalb muss er auf unser Kommando hören, ruft das schmächtige Mädchen, das sich augenscheinlich für witzig hält, und nimmt meine Visitenkarte entgegen. Während das Abteil vor sich hin ruckelt, äugen die jungen Leute verstohlen auf meine Visitenkarte und ihre jugendlichen Gesichter nehmen im Wechselspiel von Licht und Schatten, das durch die Fenster fällt, einen unsteten, nicht zu deutenden Ausdruck an. Dann, noch ehe die U-Bahn an der nächsten Station anhält, schießen die vier wie auf Kommando von ihren Plätzen auf und strecken mir meine Visitenkarten so geschwind in Hände und Brusttaschen, als könnten sie sich daran jeden Moment die jungen Finger verbrennen.
Wieder übernimmt die Schmächtige das Reden. Wir geben Ihnen Ihre Visitenkarte lieber wieder zurück, sonst handeln wir uns noch Ärger ein. Wir wussten ja nicht, dass Sie... Nur keine Angst, ich bin chinesischer Staatsbürger, wie ihr. Aber noch bevor ich ausgeredet habe, haben die vier fluchtartig das Abteil verlassen. Herein sind sie gesprungen, aber hinausgestürmt wie Bauern, die bei starkem Wind auf dem Dreschplatz das Getreide worfeln. Offensichtlich hatten sie eigentlich nicht vorgehabt, schon nach einer Station wieder auszusteigen. Während ich ihnen noch wie vor den Kopf geschlagen nachstarre, ertönt im Abteil die vertraute Melodie von Katjuscha. Die spielt auf einem altmodischen Akkordeon. Wie ging der Text noch gleich? Die Blumen des Mai blühen überall auf freiem Feld und verbergen das Blut der Märtyrer. Ach nein, stimmt ja gar nicht. Ist das nicht aus Die Blumen des Mai? Das ist... Nein, und wie war der Text von Katjuscha nochmal? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ringsum prangten Birnenblüten, Nebelschleier trieben über den Fluss. Auf dem steilen Ufer stand Katjuscha, sang so strahlend schön wie Frühlingsglanz. Während mir noch der Liedtext durch den Kopf geht, fährt die U-Bahn in die Station Stadtmitte ein. Von den Pfeilern auf dem Bahnsteig steigt ein schwerer Geruch nach Haschisch auf. Diese Station sei ein beliebter Ort, um Haschisch zu verschieben, hat mir ein Freund mal erzählt. Und das Haschisch, das hier verkauft werde, stinke nach Urin. Dieser Geruch färbt jetzt auch auf die Melodie von Katjuscha in meinem Kopf ab. Und worüber soll ich nun heute Abend reden? Darüber, dass in Berlin mehr Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas herumlaufen als in Peking. Oder über meinen vorab aufgeflogenen Ausbruchsversuch aus dem Gefängnis vor 29 Jahren. Egal, worüber ich rede, am Ende werde ich fragen, wenn ich noch einmal vor derselben Entscheidung stünde wie vor 29 Jahren, würde ich dann wieder einen solchen Ausbruchsversuch riskieren, um in den Westen zu fliehen? Vielen Dank, danke, danke. Vielen Dank an Zhou Qing und Susanne Becker-Gonella. Jetzt möchte ich Jojo. Entschuldigung. Und es gibt noch das letzte Stück, das wir genießen können. Am Anfang habe ich eine Tanzstücke gespielt und gerade habe ich eine sehr traurige Love Story gespielt, heißt Liang Zhu. Deswegen ich bin immer trauriger bis jetzt. Jetzt möchte ich in die Natur gehen. Eine Klassikmusik heißt Yu Zhou Chang Wan. Ich habe ein bisschen arrangiert. Thank you.
Ui, ui, je. Vielen Dank. Und liebe Gäste, wenn Sie sich fragen, welches Instrument diese wunderbaren Klänge überhaupt hervorbringt, ja, die Sheng oder Guzheng, das ist eine chinesische Wölbbrettzither. Also, wenn Sie heute nach Hause gehen, können Sie das Wort nochmal üben, damit Sie zu Hause erzählen können, was für einen wunderbaren Klang Sie heute gehört haben. Ja, vielen Dank, Dr. Ye, dass Sie als letztes Stück ein Naturthema gewählt haben, weil tatsächlich passt das wunderbar auch mit unserer letzten Lesung zusammen. Und zwar geht es darum, um One Man's Decision to Become a Tree. It fits perfectly with the nature theme. So may I ask Yo-Yo on stage with the two translators, please. Weil es jetzt auch tatsächlich unsere letzte Lesung ist, ist das Format, haben wir das ein bisschen geändert, das ist etwas freier. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass es jetzt die letzte Lesung ist. Deshalb stelle ich euch die drei Anwesenden vor. Also erstmal die Schriftstellerin Yo-Yo oder Liu Ho-Yung ist Schriftstellerin und Malerin. Sie wurde in Westchina geboren und arbeitete als Kulturredakteurin im Theaterverlag. Nach ihrer Übersiedlung ins Ausland fing sie mit dem Schreiben von Literatur an und hat Romane und Novellensammlungen in Taiwan und China veröffentlicht. Ihre Werke wurden auch ins Englische übersetzt. Ich lese einfach ein paar Titel vor. Ghost Tide, das 2005 bei Fourth Estate bei HarperCollins erschienen ist. Ist sie auch Künstlerin, sie ist autodidaktische Künstlerin. Ihre Bilder wurden ausgestellt in vielen Ländern und 2018 gewann sie den Sonderpreis für ausländische Künstler auf der 46. internationalen Kunstausstellung in Italien. Sie wurde zu verschiedenen Stiftungen eingeladen, hat auch gelehrt an der SOAS in Australien und sie lebt jetzt in Berlin und London. Und tatsächlich wird sie uns heute aus ihrem Buch One Man's Decision to Become a Tree vorlesen. Und dazu haben wir auch ihre Übersetzerin, die ich euch kurz vorstellen wollte, Xiaowan Jin. Ihr könnt sie auch im Programm finden. Xiaowan hat Germanistik in Shandong und an der Universität Augsburg studiert. Sie ist einerseits sozusagen als Scholar tätig, germanistisch. Sie macht gerade ihren Master für angewandte Literaturwissenschaft in Berlin. Aber sie hat auch praktische Erfahrung im Literaturbetrieb. Hat sie ein Praktikum beim Verlag Palm Art Press in Berlin gemacht, wo eben auch das Buch heute von Yo-Yo in Übersetzung erschienen ist. Dann haben wir noch einen Übersetzer, und zwar Jonas Leferink. Er schloss dieses Jahr sein Doppelstudium in Sinologie und Japanologie ab und ist eigentlich kein Übersetzer in dem Sinne von seiner Vorgeschichte. Er ist eher interessiert an Ideen- und Begriffsgeschichten, Konfuzianismus, religionswissenschaftlichen Themen, aber übersetzt heute und er plant auch mehr aus dem klassischen Chinesischen zu ersetzen. Deshalb ist es auch eine Vorstellung von Jonas heute und wir freuen uns, dass wir dir dafür die Bühne liefern können. Und dann würde ich euch dreien die Bühne überlassen. Dankeschön. Hallo, zuerst möchte ich mich noch kurz mal vorstellen. Ich heiße Xiaowan Jin und leite für hier heute mein Namensschild. Und ich bin die Übersetzerin von Yo-Yo und hier ist schon die englische Ausgabe von ihrer Novellensammlung bei Palm & Price von diesem Verlag. Und wir können sehen, dass das Titelbild auch von Yo-Yo gemalt ist als Künstlerin. Und ich freue mich wirklich sehr, in der Zusammenarbeit mit Jonas Leferink die Übersetzung
bei Palm Up Prize auch hoffentlich im nächsten Jahr verüben können. Und jetzt möchte ich das Wort an Jojo übergeben und für eine kleine Vorstellung für diese Novelle, die wir bald zuhören werden. Okay, 现在我就不用 use my broken English because I got a bit too young translator. I'm sure they will translate beautifully. So now I'm just straight go to speak Chinese. 首先感谢马丁先生给我这次机会参加这次文学活动，也感谢所有爱好文学的听众们。 到此听文学的这个活动，并且特别要感谢这两位年轻的译者，小万及这个 Jonas 的译文。如果没有他们的努力的工作，我的德文译版是恐怕是很难跟德国的读者见面的。 Als erstes möchte ich mich bei Herrn Jankowski dafür bedanken, und zwar für die Gelegenheit, an dieser Literaturveranstaltung teilzunehmen. Ich möchte mich auch bei allen literaturbegeisterten Zuhörern bedanken und ein besonderes Dankeschön an die Übersetzerin Xiaowen und ihren Lektor Jonas, ohne deren Arbeit das, was wir zu hören bekommen werden, nicht zustande gekommen wäre. 现在我就来简单介绍一下这篇小说的内容。决定做一棵树，写于上个世纪90年代。我经历了浪迹天涯的生活，体验最深刻的就是孤独。无论是中国还是外国，孤独是人生最主要的主题，它是人的与生俱来所带有的，无法回避的。 Ich möchte nun kurz den Inhalt dieser Novelle vorstellen, die Entscheidung, ein Baum zu sein, also Jüdin so Ikeshu auf Chinesisch. Diese Novelle wurde in den 1990er geschrieben. Ich habe 4 Jahre meines Lebens als Weltenbummlerin verbracht. Die tiefgreifendste Erfahrung war dabei das Gefühl der Einsamkeit. Ob in China oder im Ausland ist Einsamkeit das wichtigste Thema des Lebens. Es ist allen in die Wiege gelegt und kann nicht vermieden werden. Manche Menschen haben Angst vor ihr, andere machen sie zu einem wertvollen Gut. Ich habe 刻意设定了没有地域性、没有国家，并且呢用这个超现实的手法虚构了陌生这个角色。虚构的故事中所有的细节其实都是来自于现实的，它被我称为现实魔幻主义。它的荒诞性受到中国现实的启发。 那片土地上，有着最疯狂和最难以想象的荒诞不经的现实。一片片高楼大厦的后边，实际实行着野蛮的社会丛林法则。红灯酒绿的喧闹中，渗透了非人性的自私与冷漠。人们把自己表演成受害者的同时，恰恰在回避必须的自我反省。 置身于人性的荒原，除了这些感受孤独、逃进孤独，还有另外一条路可逃呢？ Indem ich mir die Einsamkeit als Thema setze, verschwimmt aller Sinn für Grenzen. Der Ort der Handlung hat eine bewusst festgelegte Ortlosigkeit und die Figur Mo Shen wurde auf eine surreale Weise fiktionalisiert. Wobei alle Einzelheiten dieser fiktiven Geschichte dennoch der Realität entnommen sind. Ich nenne das realistischen Magikalismus im Gegensatz zum magischen Realismus. Seine Absurdität ist von China inspiriert. In diesem Land gibt es eine Realität, die absurder ist als die wildesten Vorstellungen. Hinter den modernen Wolkenkratzen herrscht das Dschungelgesetz einer barbarischen Gesellschaft. In der Hektik der Stadt herrschen entmenschlichter Egoismus und Gleichgültigkeit.
während sich jeder als Opfer aufspielt, vermeiden alle die notwendige Selbstreflexion. Wenn man sich in der Wildnis der menschlichen Natur befindet, gibt es keinen anderen Weg als das Gefühl der Einsamkeit und die Flucht in die Einsamkeit. Ansonsten gibt es keine Alternative. 我的小说手法也延伸了这个内涵。陌生从动物逃进了植物，又从植物不知逃进了哪里去，除非它干脆变成一棵树，放弃人性，加入那个非人的世界。小说的结尾不知该称为悲剧还是喜剧。莫非不再是人，而非人的陌生 也终于能享受生活，这也算是他最痛苦的超越吧。 Auch meine Herangehensweise an dieser Novelle erweitert diesen Bedeutungshorizont. Morschen fliegt von den Menschen zu den Tieren, von den Tieren zu den Pflanzen, und schließlich kann er nicht einmal mit den Pflanzen zusammenleben. Es sei denn, er verwandelt sich einfach in einen Baum. Gibt sein Menschsein auf und schließt sich jener nichtmenschlichen Welt an. Am Ende dieser Novelle ist unklar, ob man es eine Tragödie oder eine Komödie nennen soll. Mo Shen ist kein Mensch mehr, aber der nichtmenschliche Mo Shen kann endlich das Leben genießen. Ist das nicht seine schmerzhafteste Überwindung? 这个世界上有无数的小说，我却想用自己的方式来追求我的文学理念，不断尝试一些自己好奇的写作领域。它不只是为了讲好故事，而且是更深层次的挖掘人性的复杂与怪诞、美与恶，同藏在一颗内心中。这是我渴望表达的。 Es gibt zahllose Novellen auf dieser Welt. Ich aber möchte mein literarisches Konzept auf meine eigene Art und Weise weiterverfolgen und immer wieder neu versuchen, in Bereichen zu schreiben, die in mir Neugier erwecken. Es liegt mir nicht nur daran, eine Geschichte gut zu erzählen, sondern eher daran, die Komplexität und Absurdität der menschlichen Natur, die gemeinsame Verborgenheit der Schönheit und des Bösen in ein und derselben Innenwelt tiefer zu ergründen. Das ist, was ich unbedingt zum Ausdruck bringen möchte. 下面呢，我就朗诵一小段中文，请在座的懂得中文的朋友们，听我的母语。 Jetzt wird Jojo eine kleine Passage auf Chinesisch vorlesen und wir alle können den Text ja als Muttersprache besser lesen. 4. 陌生的放弃，在一个雨后的黄昏，邻居们看到陌生把一盆盆植物搬到楼下，投掷在路边，他一边扔。 一边嘴里愤愤地咕囔着，陌生的反常现象再一次让他的邻居们感到惊讶。他步履蹒跚地爬上了楼，一夜之间，他仿佛衰老了许多。他那双养尊处优的手显得更加多愁善感了。他站在空旷的屋子里，心中涌起一片茫然。 虽然有一种失重，平时为他的花草操劳忙碌，看着那一绿意葱葱的植物就令他舒心。他的眼前，他的眼睛往前看，很快撞到了墙壁上，打了一个回折，他的眼神在自己的身上迂回了一圈，干瘪枯燥。 没有一点生机，真是一副天生的倒霉相。他的身体在空间，在这间空旷里莫名其妙地摇晃了两下，险些摔倒。他把这解释为精疲力竭。现在眼前是一片沙漠，他亲手
创建的那片绿洲又亲手被他捣毁了。他叹了一口气，他想，这回我没什么好牵挂的了，他可以轻松的上路。他不知道这个上路是什么含义，他是指他只是一味的逃避，逃往哪儿他并不清楚，他只是想，在走之前我首先得睡个安稳觉。几个月来那些魔鬼般的植物搅得他没睡过一个好觉，他边想边走到床边，把潮湿的被褥、气味难闻发霉的床单通通扔到了地上，自己躺在光秃秃的木板上望着天花板。不一会儿他就睡着了，他不知道睡了有多久。当他醒来的时候，他感觉浑身是劲儿，有什么地方不大对劲儿。他伸手摸鼻子，鼻子上竟然长出了一颗大葱，眉毛变成了两片棕榈叶，两条腿居然长成了粗壮的橡树根，根须仍然在不断蔓延，胳膊变成了高大的树杈，枝叶茂盛，生气盎然，唯有那双精致的食指还没有遭到残害。默生被这一变迁惊得目瞪口呆，他变成了一棵罕见的奇怪的植物。恐惧之余，默生一筹莫展，他像一只绿头苍蝇，带着全身的盔甲满屋子乱转。他企图用不喝水来渴死这批植物，可是他除了喝水的欲望没有任何其他欲望。他用坚强的意志忍耐了五天五夜，滴水未进。到了第六天，他全身的皮肤呈现出龟背图似的裂纹。他沮丧地走到水龙头前，毫不迟疑地喝了半个钟头。他顿时感到心花怒放，心情好极了。他最钟爱的食指长出了鲜嫩的绿芽，那可是曾被人赞誉为一双写诗的手啊。他突然问自己，我为什么不能成为一个植物呢？既然我在人的处境里活得不自在，现在不是一个很好的机会吗？于是他决定就做一棵树，这是他目前唯一的最理想的选择。 Thank you. 我 werde jetzt das vierte Kapitel von Jojos Novelle Die Entscheidung, ein Baum zu sein, vorlesen. Kapitel 4 Morschens Resignation. In einer Abenddämmerung nach dem Regen wurden die Nachbarn von Morschen darauf aufmerksam, dass er seine Pflanzen eine nach der anderen Topf für Topf die Treppe heruntertrug und auf die Straße stellte. Während des Wegwerfens murmelte er etwas entrüstet vor sich hin. Morschens abnormales Verhalten versetzte seine Nachbarn wieder einmal in großes Erstaunen. Stolpernd ging er die Treppe endlich wieder hinauf. In einer einzigen Nacht schien er viel älter geworden zu sein. Seine sonst so gepflegten und verwöhnten Hände wirkten heute besonders melancholisch. Allein im leeren Raum stehend quoll eine unbegrenzte Vakanz aus seinem Herzen und er fühlte eine gewisse Schwerelosigkeit. Früher hatte er seinen Pflanzen so viel Arbeit und Aufmerksamkeit gewidmet, und nur das Anschauen ihres üppigen Grüns war dazu in der Lage gewesen, ihn in Ruhe zu versetzen. Sein Blick richtete sich nach vorne und stieß schnell auf die Wand, drehte sich aber plötzlich um und lief zurück zu seinem eigenen Körper und um diesen herum. Trocken und dürr, ohne ein bisschen Lebenskraft,
Was für ein angeborenes Pechvogelgesicht! Sein Körper strauchelte, ungeahnt, in dieser Leere und fiel beinahe hin. Er interpretierte das als Erschöpfung. Jetzt lag vor ihm eine Wüste. Die Oase, die er mit seinen eigenen Händen erschaffen hatte, wurde wieder von denselben Händen zerstört. Er seufzte und dachte, dass er diesmal nichts zu befürchten hatte und dass er sich einfach auf den Weg machen konnte. Er wusste allerdings nicht, was dieses auf dem Weg für eine Bedeutung haben könnte. Er wollte einfach nur auf der Flucht sein. Doch wohin? Das war ihm unklar. Er dachte nur, bevor ich das tue, muss ich mich erst einmal richtig ausschlafen. In den letzten Monaten waren die teuflischen Pflanzen so lästig gewesen, dass er gar keinen ruhigen Schlaf gehabt hatte. Er ging nachdenklich zu seinem Bett, die Decke war durchnässt, der Geruch war eklig. Er warf sein ganzes Bettzeug auf den Boden und lag dann auf dem kahlen Holzgestell, an die Decke starrend, und schon bald war er eingeschlafen. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte. Als er aber aufwachte, fühlte er seinen ganzen Körper voller Kraft, doch irgendetwas stimmte nicht. Er berührte zuerst seine Nase. Aus dieser war eine Lauchzwiebel herausgewachsen. Seine Augenbrauen wurden zu zwei Palmblättern und seine Beine zu zwei dicken Eichenwurzeln, deren Spitzen sich immer weiter ausbreiteten. Seine Arme wurden zwei mächtige Äste eines hoch aufragenden Baumes mit prosperierenden Zweigen und Blättern und großer Lebenskraft. Nur seine zarten Finger fielen keiner Verunstaltung zum Opfer. Morschen war angesichts dieser Verwandlung in großes Entsetzen versetzt. Aus ihm wurde eine seltene, seltsam geformte und merkwürdig anmutende Pflanze. Diese Pflanzenformen wurden Teil seines Körpers und jeder kleinsten Bewegung. Egal wo er ging, folgten sie ihm. Mit jedem Schritt wehten die Blätter und Zweige frisch und gesund in der Luft. Verängstigt bewegte er sich zum Fenster, um die Gardine so fest wie möglich zuzuziehen, auf dass seine Nachbarn diesmal nichts bei ihm bemerken könnten. Er wirbelte wie verrückt in seinem Zimmer herum, mit dem Versuch, die Pflanzen an seinem Körper abzuschütteln. Doch diese tanzten umso poetischer in Begleitung einer jeden schwankenden Drehung. Seine Rage zwang ihn jetzt, eine große Säge zu ergreifen, damit er sich die Äste vom Leibe schaffen könnte. Mit einem unvergesslichen Schmerz an seinem linken Arm bemerkte er, dass diese Pflanzen schon tief in seinem Blut und Fleisch verwurzelt waren. Er konnte sich nicht mehr von ihnen freimachen. Diesen monströsen Körper anschauend überkam ihn tiefe Verzweiflung. Was konnte er denn noch machen? Was konnte man mit einem solchen nie dagewesenen Körper umgehen? Er bewegte sich weiter wahnsinnig in seiner Wohnung umher und konnte weder einkaufen noch überhaupt vor die Tür gehen. Jeder Schritt aus der Tür schien ihm unmöglich. Er konnte nur dort verharren, wo er war, bewegte sich keinen Zentimeter und wartete auf die Erscheinung eines Wunders. Seine jetzige Lage hätte eigentlich nicht schlimmer sein können. Doch er hatte trotzdem noch eine andere Sorge. Er befürchtete, dass mit dem schnellen Wachstum der Pflanzen die Decke des Zimmers durchbrochen werden könnte. Und er hatte schon Erfahrung damit, was nur eine Frage der Zeit wäre. Wenn die Decke einmal durchbrochen wäre, würde er ohne Zweifel dann durch das Licht der Sonne entlarvt werden und alle die Geheimnisse seiner Person könnten dann nicht mehr verborgen werden. Er würde zu einem allseits bekannten Monster werden. Was wäre das für eine peinliche Situation? Dann würden alle zu ihm kommen für ein lustiges Spektakel. Er würde das bekannteste Monster der ganzen Welt werden. Das wäre eine große Ironie, eine totale Demütigung, dass er trotz aller seiner Fluchtversuche in seinem Leben schließlich ein Ausstellungsstück für die Menschen werden würde. Sollte das etwa sein Ende sein?
Wer trieb so einen Scherz mit ihm? Dieser Scherz ist ein bisschen zu absurd und kommt bei den Menschen nicht gut an. Nach seiner Panik war Morschen mit seiner Weisheit am Ende. Wie eine grüne Fliege lief er mit seiner Rüstung ziellos umher. Er versuchte, die Pflanzen durch Durst zu töten, indem er kein Wasser trank. Aber tatsächlich hatte er kein anderes Verlangen außer Wasser. Und er hielt 5 Tage und 5 Nächte lang mit starkem Willen durch, ohne einen einzigen Tropfen zu trinken. Am 6. Tag wies die Haut auf seinen ganzen Körper Risse auf, wie bei dem Panzer einer Schildkröte. Und er ging frustriert zum Wasserhahn. Ohne zu zögern, trank er 1/2 Stunde lang Wasser. Alsbald spürte er ein enormes Glück, sprühend in seinem Herzen. Seine Stimmung war jetzt viel besser. In diesem Moment sah er, dass aus seinen schlanken, von anderen immer so sehr geschätzten Fingern kleine Sprossen gewachsen waren. Saatgrün waren sie, sehr niedlich. Plötzlich fragte er sich, warum soll ich nicht einfach eine Pflanze sein? Ich konnte in meinem menschlichen Zustand sowieso nicht frei leben. Ist nicht gerade jetzt eine gute Gelegenheit für mich gekommen? Also beschloss er, ein Baum zu sein. Das war die einzige, die idealistischste Wahl, die er je getroffen hatte. 23. Juli 1998, Saint-Nazaire, Frankreich. Ganz herzlichen Dank, Jojo, Jonas Levering und Siobhan Jin. liebe Gäste, wenn Sie sich fragen, wie der Skandal zustande kommen konnte, dass Siobhan kein Namensschild bekommen hat, die Antwort ist ganz einfach. Dem Vorbereitungsteam dieses Symposiums wurde mitgeteilt, Siobhan ist die Übersetzerin, Jonas Levering wird vorlesen und Jojo ist die Autorin. Das heißt, wir haben leider nicht gewusst, dass du auch auf der Bühne erscheinen wirst. Wir freuen uns aber sehr, dass die Übersetzerin sichtbar ist und auch mit auf der Bühne mitmacht. Insofern Entschuldigung, dass dein Name nicht vorbereitet war. Hauptsache, du warst da und wir haben dich kennengelernt. Vielen Dank, Jojo. Vielen Dank, Jonas Levering. Liebe Gäste, ja genau, einen abschließenden Applaus. Sie hat vorfristig die Bühne verlassen für diese letzte Lesung, aber ich möchte ihr an dieser Stelle nochmal ausdrücklich ganz herzlich danken, denn ohne ihren Esprit und ihre Ideen wäre dieser Tag nicht geworden, was er geworden ist. Herzlichen Dank an Lea Yu. Wer es verpasst hat, lesen Sie die Eröffnungs-Keynote. Es gibt hier noch Manuskripte oder es kann man auch im Netz auf unserer Webseite dann nachschauen. Also, das war das letzte Panel, das wir jetzt abschließen. Noch ein Wort, also diese Guzheng oder Zheng, wie es hier steht, die Wu Yue so wunderbar gespielt hat. Ich würde sie nicht Wellbrettzitter nennen, das klingt irgendwie so unromantisch. Ich schlage vor, wir nennen es die liegende Harfe, oder? Klingt doch schon mal schöner. Also, wir sind die zwei, die hier durchs Programm geführt haben und ich würde gerne zum Abschluss Ihnen noch einige kleine Informationen zuspielen lassen. Das war unser heutiger Tag, ein großes Symposium. Allen, die mitgemacht haben und die geholfen haben, ganz herzlichen Dank, vor allen Dingen unseren Unterstützern, Unterdrücker ist was anderes, ganz im Gegenteil, Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt sind die Förderer. Was ich an dieser Stelle vielleicht noch mal erwähnen möchte, Kesselhaus ist klar, Stadtsprachenmagazin ist klar, Parataxe ist inzwischen auch klar. Die Taz hat schön Werbung für uns gemacht. Das Ministry of Culture Taiwan hat Yang Ma zu uns geschickt. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Das C-Space, von dem wird gleich noch die Rede sein, das ist ein chinesisch-lastiger kultureller Workspot in Weißensee,
mit dem wir kooperieren, nicht nur für diesen Tag, sondern auch in Zukunft. Unter anderem hoffen wir, dass wir unseren Berlin Asia Arts Club im nächsten Jahr auch im Seaspace in Weißensee, ein paar Straßenbahnstationen von hier entfernt, durchführen können. Ein ganz wunderbarer Ort. Also vielen Dank an die Unterstützer unseres kleinen Symposiums. Und hier ist nochmal, wer im Team hier überall im Backstage, am Einlass und so mitgemacht hat. Vielen Dank. Wie immer gibt es natürlich auch noch Planänderungen. Hier steht zum Beispiel Technik Maschinenhaus Steffen Heinrich. Wer mal aufmerksam hinter das Technikerpult gesehen hat, hat gemerkt, da sitzt nicht Steffen, da sitzt Katharina. Danke ans Maschinenhaus. So, liebe Leute, und ihr wisst, dass Parataxe ein Projekt ist, das immer weitergeht. Heute hatten wir ein großes Symposium. Am Donnerstag, den 14. November, treffen wir uns in dem eben erwähnten Seaspace in Weißensee. Bitte googeln, wo das ist. Ist aber gut zu erreichen mit der Straßenbahn. Und dann machen wir einen Abend, der ist gewidmet literarischen Neuigkeiten aus der polnischsprachigen Literaturszene dieser Stadt. Ariel Rosé, Karolina Golimowska und Matthias Nawrat als Moderator werden neue deutsch-polnische Texte aus Berlin vorstellen. Das wird spannend. Die polnische Sprachgruppe ist gerade dabei, die türkische hier in Berlin zu überholen. Das heißt, es gibt viele polnische, hochinteressante Autoren in dieser Stadt. Sie sind viel einflussreicher, als wir meistens wissen. Ich heiße ja zum Beispiel Martin Jankowski. Das ist ein sehr polnischer Name, aber wenn man so einen Namen hat, fällt man natürlich zwischen Kowalski und Szymanski und wie sie alle heißen, hier schon gar nicht mehr auf. Deswegen bemerken wir oft gar nicht, wie viele Polen sehr einflussreich in dieser Stadt, auch in der Kultur, unterwegs sind. Wer da neugierig drauf ist, ist herzlich eingeladen, 14. November 1930 im Seaspace. Und das war's. Wir sind die Berliner Literarische Aktion. Sie sind das Publikum. Vielen Dank, dass alle da waren. Danke an all unsere Gäste und an unsere Mitarbeiter. Tschüss und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Darf ich ganz kurz noch das Podium ergreifen, um einfach dir zu danken, Martin, auch on behalf of the Asian Diasporic Community of Berlin. The fantastic thing with you, Martin, is when I speak to you, and I'm sure all the authors have the same feeling, you make us feel as if this is the only thing that you're organizing in your life, which you're absolutely not. And you have a fantastic potential to humanize. And, you know, people surely also know your background as somebody who is sort of from the DDR, part of Germany, yet an outsider in Germany. And I think this gave you a great cosmopolitan mind. I've just arrived back in Berlin, and stuff that you do and your brain gives me hope. And I want to thank you on behalf of all the authors here today and the Asian German community for what you've done for us today. Thank you, Martin.